meine Lieben, ich mache heute mit euch ein typisch thailändisches Gericht. Und ich glaube, die meisten Deutschen zählen dieses Gericht auch zu ihren Lieblings-Urlaubsgerichten, wenn sie in Thailand im Urlaub sind oder wenn sie zu ihrem Lieblingsasiaten um die Ecke gehen. Und es ist eigentlich traditionell Tom Kha Gai, also mit Hähnchen eine Kokossuppe. Und wir machen das Ganze heute ohne Hähnchen. Ihr könnt natürlich sehr, sehr gerne auch Hähnchen dazugeben. Das Grundrezept ändert sich nicht. Es kommt also auf eure Präferenz drauf an, was ihr gerne dazugeben möchtet am Schluss. Ihr könntet jetzt auch Tofu dazugeben, ihr könntet auch ein bisschen mehr Gemüse dazugeben. Ich gebe euch hier so ein bisschen das Grundrezept, das Tom Kha Rezept. Und ihr könnt dann sagen, was euch da besser schmeckt. Es sind so ein paar Neulinge bestimmt für euch dabei, wo nicht jeder unbedingt kennt. Aber ich werde euch da auch ein bisschen Alternativen sagen und euch ein bisschen durchführen. Das allererste, was wir aber machen werden, ist Gemüse schneiden. Ich habe jetzt hier Karotte. Ich habe hier ganz normale Champignons und noch ein bisschen übrig geblieben, aber passt auch sehr gut, rote Paprika. Und die werden wir jetzt alle mal klein schneiden. Gemüse ist geschnitten und wir kommen zu dem Herzstück eigentlich von Tom Kha Gai oder Tom Kha Suppen. Und das ist einerseits nicht zu unterschätzen die Galangal Wurzel. Auf Deutsch wird sie auch Thai Ingwer genannt, weil sie ist dem Ingwer sehr, sehr ähnlich von außen sowieso. Das ist zwar nur ein Stück davon, aber es sind beides Wurzeln. Im Geschmack sind sie aber doch ein bisschen unterschiedlich. Ingwer ist ja typisch sehr, sehr scharf, hat so einen sehr starken, schärflichen, nicht süßen Geschmack. Da ist die Galangal ein bisschen anders, ein bisschen zitroniger und auch ein bisschen süßlicher. Ich würde also empfehlen, mal bei euch im Asia-Shop vorbeizuschauen und die mal zu probieren. Die gibt es in jedem Asia-Shop. Und wenn ihr sagt, hey, das ist mir jetzt zu viel Arbeit, macht das nichts, dann nehmt ein bisschen mehr Ingwer. Es ist zwar ein bisschen anders. Es gibt natürlich eine Rechtfertigung, warum die in der Suppe drin ist, aber für den Anfang könnt ihr es auch ohne probieren. Wir werden da jetzt, ohne die zu schälen, werden wir die jetzt in Scheiben schneiden. Davon ein paar Scheiben kommen auf jeden Fall in die Suppe. Und auch den Ingwer werden wir nicht schälen müssen. Der kommt dazu, ein bisschen so als ausgleichende Schärfe. Und dann haben wir, das Gewürz kennen sehr viele, und diese Gewürzmöglichkeit, das ist Zitronengras. Das findet man im normalen Lebensmittelgeschäft auch eher selten, aber in jedem Asia-Shop eigentlich. Wenn ihr das nicht habt und wenn ihr das nicht kaufen wollt, gibt es mittlerweile sogar Gewürz-Zitronengras. Ich finde zwar nicht, dass es unbedingt das eine das andere ersetzt, aber es ist trotzdem eine Möglichkeit, wie man ein bisschen näher an den Geschmack rankommt. Und das Zitronengras isst man nicht in der Suppe mit, aber es ist ganz entscheidend für den Geschmack. Und es ist ein sehr, 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 sehr hartes Gewächs. Aber ihr solltet es ein bisschen kleiner schneiden, außer ihr habt einen riesen Topf. Dann könnt ihr es natürlich auch so reingeben. Und durch das Zertrennen und das ein bisschen Zerdrücken von dem Zitronengras kommt noch ein bisschen besser sogar der ganze Geschmack raus. Dann habe ich hier noch kleine Mini-Schalotten. Da könnt ihr auch kleine Zwiebeln nehmen, rote Zwiebeln nehmen. Die werde ich noch schneiden. Thai Chili ist kein Muss. Und wenn ihr es benutzen wollt, wenn ihr es findet, die kleinen Chilis, kleine Empfehlung, wenn ihr es nicht so scharf haben wollt, nehmt auf jeden Fall die Kerne raus. Die sind nämlich eigentlich immer so ein bisschen der Hammer an dem Ganzen. Und dann habe ich noch ein Gewürz, was ganz wichtig ist. Ich habe sogar den Baum hier bei mir stehen. Das hier ist die Kefirpflanze, aber wir nehmen die Blätter, also ein Kefir-Zitronenblatt nennt sich das. Und das ist ganz, ganz typisch in der thailändischen Küche. Es hat einen sehr schönen zitronigen Geschmack. Und wenn ihr daran riechen würdet, ist es wirklich wie eine Reise nach Thailand. Und es ist so ein typisches Doppelblatt. Und die werden wir später auch noch dazugeben. Könnt ihr aber auch online mittlerweile getrocknet erwerben. Und ich werde es noch im Blog euch verlinken, wenn ihr die gerne mal kaufen wollt. Sonst gibt es die frisch relativ selten in Deutschland, außer ihr kauft euch so ein Bäumchen. Ein Bäumchen gibt es meistens in den Asia-Shops und in den großen Gartengeschäften. Und da haben wir eigentlich schon so alles, was wir brauchen. Ich werde jetzt noch kurz die Schalotten schneiden und die Chilis. Und dann können wir loslegen. Kokosmilch darf man nicht vergessen. Am besten jetzt schon aufmachen. Die, die mich lange gucken, wissen auch, dass ich eigentlich immer die von Aroy Dee nehme, weil das also mit Abstand die beste ist, finde ich. Und nein, das ist jetzt
Ich bin nicht gesponsert von ROD, aber das ist halt die, die man so nimmt in Asien. Okay, es musste kurz gewechselt werden, weil ich immer vergesse, mein Wok ist leider nicht induktionsfähig. Deswegen auch hier kurz zu zeigen, man kann auch einen ganz normalen Topf verwenden. Wir machen an und geben Öl rein. Nicht jeder macht es so, dass er am Anfang die Gewürze anbrät. Ich bin aber großer Freund davon, weil ich finde, das macht es dann noch besser und noch intensiver. Auf jeden Fall jetzt noch nicht die Chili dazugeben, sonst wird es richtig scharf. Es kommen nur die Zwiebeln, Ingwer, Galangal oder Thai-Ingwer. Dann gebe ich noch Zitronengras dazu. Und was ganz wichtig bei diesen Kefir-Zitronenblättern ist, dass man sie entweder mal so ein bisschen faltet oder schneidet, damit sie ihren tollen Geruch auch entfalten. Es riecht schon richtig himmlisch hier nach Thai-Küche. Ihr könnt Daniel fragen, er muss immer zugucken. Total, ja. Wir geben als allererstes jetzt noch ein bisschen Gemüsebrühe dazu. Wenn ihr eh Fleisch dazugebt, könnt ihr auch gerne Hühnchenbrühe oder ähnliches dazugeben. Und dann kommen auch schon unsere Gemüse dazu. Und das lasse ich jetzt mal aufkochen. Und für den Gegenspieler sauer, süß, scharf, aber auch würzig, nimmt man normalerweise Limette. Unsere Limette ist leider nicht mehr von den jüngsten. Hat schon ein bisschen was durch. Deswegen bin ich mir noch nicht sicher, ob ich da drin was Gutes finde. Wir hatten leider keine Limette mehr da. Zitrone, finde ich, geht aber im Notfall auch. Und wollte ich euch als Alternative auch unbedingt anbieten. Und die Zitrone machen wir am Schluss dazu. So ein bisschen, um die Säure in das Ganze reinzubringen. Bevor die ganze Kokosmilch dazu kommt, jetzt zum Würzen. Süße habe ich Kokosblütensirup, aber auch da könnt ihr nehmen, was ihr gerne möchtet. Ihr könntet Rohrohrzucker nehmen oder wenn ihr lieber anderen Zucker mögt, nehmt ihr den. Aber auf jeden Fall brauchen wir Süße. Die Mengenangaben findet ihr ja wie immer bei mir auf dem Blog, der unter diesem Video verlinkt ist. Dann etwas normale helle Sojasauce. Jetzt köchelt es so richtig schön. Deswegen können wir jetzt mit die Hauptzutat, es ist ja Kokosmilchsuppe, dazugeben. Abschließend natürlich Chili. Zitrone für den Geschmack. Einmal abschmecken. Und es schmeckt schon richtig, richtig lecker. Das Einzige, was ich jetzt noch gerne dazugebe, ist Kokosmilch nicht zu lange einköcheln, nur mal kurz aufkochen lassen und dann runterstellen das Ganze. Aber auch wenn er die besten Tage auch schon hinter sich hatte, das ist immer so ein bisschen am Koriander. Koriander passt hervorragend dazu. Müsst ihr aber auch nicht dazugeben, Koriander ist nicht jedermanns Sache. Wenn ihr wollt, könntet ihr auch ein anderes wie Petersilie dazugeben. Aber Koriander passt natürlich hervorragend dazu. 1 bis 2 Minuten köcheln und dann könnt ihr das Ganze abstellen und die Suppe ist fertig. Also wenn das nicht mal ein schnelles Gericht ist, könntet ihr hier auch jetzt Nudeln dazu servieren oder es einfach nur so als Vorspeise, was ich gerne mache. Und so werden wir es gleich essen mit einer Schale schön warmem Reis und dann kann man das sehr schön miteinander verbinden. Jetzt geht es ans Servieren und ich hoffe, ihr macht dieses Rezept mal nach. Traut euch wirklich mal dran. Es ist super simpel. Man braucht nur ein paar außergewöhnliche Zutaten. Aber auf dem Blog schreibe ich euch, was ihr als Alternative nehmen könnt. Und dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachkochen. Wenn ihr mehr solche asiatischen Rezepte von mir haben wollt, dann gebt dem Video einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Und dann verpasst ihr kein Rezept. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.